Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ego-Box von Fahrt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Ego von Fahrt aus dem Jahr 2015. Der ein oder andere wird sich jetzt wundern, warum das Ganze rosa-weiß ist, denn es gab diese Box in zwei Varianten, auch relativ unüblich. Es gab einmal eine Ladies Edition und einmal eine, ich sag mal, normale Edition, also eine für die Herren. Sehr unüblich, dass ein Rapper das macht, hätte ich in der Form auch noch nie gesehen. Und das ist in dem Fall die Ladies Edition, diese in rosa und weiß. Wir lesen sie unten auch nochmal, Ladies Edition, die Herren Edition in gelb und weiß. Wir haben hier Ego Fahrt, unten lesen wir Ladies Edition, nichts, Ladies Edition, Ego Fahrt. Und auf der Rückseite im Querformat haben wir hier in lila Ruhrpott Elite das Logo, nochmal Ladies Edition, Barcode und Credits. Gut, die beiden Boxen unterscheiden sich von der Optik, also von außen, in dem Fall rosa statt gelb, und vom Inhalt her meines Wissens nur das T-Shirt. Also wir haben hier statt dem regulären T-Shirt ein Frauenshirt, beziehungsweise ja, Tanktop, Frauentop, schauen wir uns gleich an. Eine Fahne, das Album Ego, eine Autogrammkarte, einen Flyer oder ja, einen Infozettel und einen Sticker. So sieht die Box von innen aus. Gehen wir mal zur Seite und dann fangen wir an mit dem Album an sich. Ego von Fahrt. Wir lesen hier oben Ruhrpott Elite präsentiert. Und dann haben wir hier Fahrt in schwarz und weiß abgebildet, in ja, mehr oder weniger nachdenklicher Pose. Die Hände so übereinander verschränkt. Ego Fahrt Power Edition lesen wir hier. Und die Power Edition eben nur in der Box erhältlich. Power Edition 2 Discs. Und auf der Rückseite, das hat echt Power, haben wir einige Tracks, nämlich 24 Stück an der Zahl. Das ist echt eine Menge. Wir haben Features von, wo haben wir sie denn? Mobb Deep, Snagger und Prof, Army der Sänger. Von diesen 24 Tracks sind meine Favoriten 3 Stück, nämlich einmal Track Nummer 5, Rohdiamant, dann Track Nummer 20, Maskenball und Track Nummer 24, Nie nach Paris. Also Nie nach Paris und Maskenball sind eher so ein bisschen tiefere Tracks und Rohdiamant ein bisschen mehr, ja, nach vorne, ein bisschen mehr Battle Rap, wo Fahrt einfach klar macht, wer er ist und wo er herkommt. So sieht das Ganze aus. Schwarz-Gelb, also hier die bestimmenden Elemente. Ah, und hinten haben wir noch, was lesen wir hier? Fahrt Ego Power Edition. Schön. Gut, wir kommen zum Booklet. Cover kennen wir bereits. Und dann haben wir die Tracks hier einzeln aufgelistet, inklusive der Infos, wer produziert hat. Und hier noch Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Fahrt. Über beide Seiten Fahrt hier auch wieder nachdenklich. Weitere Tracks, immer wieder unterbrochen hier von doppelseitigen Aufnahmen. Weitere Tracks, dann haben wir hier noch eine Danksagung, könnt ihr natürlich an dieser Stelle anhalten und euch kurz durchlesen. Eine weitere Aufnahme von Fahrt und dann hier den Abschluss der Tracks bzw. die Credits. Ruhrpott Elite. Gut, so viel zum Booklet. Dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus. Ego Fahrt Power Edition. In Schwarz und Gelb wiedergehalten. Und dann haben wir natürlich noch eine zweite Disc. Diese, das ist jetzt auch spannend.
Diese in diesem Fall in Schwarz und Rosa. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich gehe stark davon aus, dass die generell in allen Boxen gleich ist. Also jetzt natürlich ein Zufall, weil ich euch diese Ladies Edition da vorstelle. Aber die war, glaube ich, auch in der Herren Edition Schwarz und Rosa. Passt natürlich hier optisch perfekt dazu. Sieht so aus. Und auf der letzten Seite nichts zu sehen, alles schwarz. Gut, dann haben wir einen Sticker. Ego Fahrt, lesen wir hier, gelb und weiß. Also gelb und weiß in gelb und schwarz, aber das dürfte dann wohl so ein durchsichtiger Sticker sein, dass man hier nicht rundherum weiß hat, sondern dass der durchsichtig ist und dass man wirklich nur Ego und Fahrt dann stehen hat. Dann hatten wir so einen Infoflyer, Merchandise von Ruhrpott Elite, inklusive zwei Alben. Einmal Snagger mit SFD2 und einmal Prof, die nie wieder EP. So sieht das aus. Ego Tour. Dann haben wir hier eine Autogrammkarte. Oder auch nicht, also diese nicht unterschrieben. Wir haben hier Fazitzen, weiß jetzt nicht, ob diese unterschrieben gehört hätte. Natürlich schade, wenn nur ich kein Autogramm habe, aber ja, im Postkartenformat eine Abbildung von Fahrt, auch schön. Dann haben wir, bevor wir zum Top kommen, eine Fahne. Uiuiui. Und diese ist echt, ja, wie man es von Fahnen kennt, riesengroß. Ich hoffe, wir kriegen das hier halbwegs aufs Bild, ohne dass ich jetzt großartig die Kamera verstellen muss. Also, wir haben hier das Wappentier der Narcissis, also hier diesen wilden, ja, in meinen Augen ist das eine Mischung aus Löwe und Bär. Ich sage jetzt einfach mal Löwe. Oben lesen wir Fahrt und dann darunter Stamm der Narcissis. Fahrt heißt ja mit Nachnamen Narcissi. Und links und rechts haben wir jeweils das Logo von Ruhrpott Elite, also hier auf der linken Seite schwarz-gelb Ruhrpott Elite und auf der rechten Seite ebenfalls. Also farblich das Ganze hier von schwarz und gelb dominiert durch und durch die Box. Und auf der linken Seite der Fahne haben wir dann noch zweimal solche Goldringe, also Metallringe, Metallösen, die hier dafür da sind, dass man hier eventuell eine Schnur, ein Seil durchmacht, damit das Ganze nicht durchgerieben wird. Und wir haben aber auch hier an der Naht, da ist die Frage, geht wahrscheinlich. Wir haben hier natürlich eine doppelte Naht, allerdings kann man hier schwer eine Fahnenstange so durchstecken, da natürlich hier die Ösen dann im Weg sind. Also es ist wirklich nur mit einem Seil, mit einer Schnur hier zu befestigen. Riesengroß das Ding. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch das Oberteil, das Top. Und zwar sieht das Ganze so aus, in schwarz mit rosa, mit pinkem Aufschrift, mit pinkem Aufdruck. Team Ego Fahrt. Unendlichkeitszeichen, Ruhrpott Elite, established 2009 natürlich, also MM9 2009. Stamm der Narcissis, lesen wir hier. Das Ganze erinnert mich sehr stark an das Design von Jack Daniels, ist wahrscheinlich auch darauf angelegt. Rücken ist blank, also wir haben keinen Neckprint. Und das Ganze ist ein Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Das schwarze Tanktop bzw. das schwarze Top mit dem pinken, mit dem rosanen Aufdruck ist natürlich jetzt von der Form her etwas unpassend, denn wir haben hier eine, ja, vom Körperbau her eher männliche Figur und das ja für Frauen ausgelegt, das Oberteil. Deswegen sieht das natürlich jetzt etwas
unproportional aus, beziehungsweise liegt sehr, sehr eng an das Ganze, obwohl es ja ein Damen-L ist. Aber ich muss ehrlich sagen, von der Idee finde ich das gut, denn ich habe viele Frauen in meinem Freundeskreis, die vielleicht mal eine Deutschrap-Box bestellen möchten oder wollten in der Vergangenheit, aber es dann oftmals gescheitert ist, weil sie gemeint haben, ja, was soll ich denn mit einem T-Shirt in Herren L? Das kann ich maximal als Schlafshirt anziehen. Aber da hat man sich jetzt was überlegt. Da gibt es auch mal eine Box, die ein bisschen frauentauglicher ist. Und ich werde das natürlich selber eher nicht so tragen, aber ich kann das gut verschenken an eine Freundin oder Bekannte. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Damen-Top in der Größe L. Die riesige Fahne stammt der Narcissis. Diese ja, Autogrammkarte, allerdings nicht unterschrieben, von Fahrt. Der Ego-Sticker und das Album an sich inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box der Ladies Edition von dem Album Ego von Fahrt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fahrt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.